erlag. Hitler selber hat sich immer gerne als Vegetarier dargestellt, als jemand, der auch nicht raucht, nicht trinkt. Viele Studien zeigen, dass das einfach nicht gestimmt hat. Was zum Bevölkerungsaufstand führen würde. Wir hätten den Nationalsozialismus in Deutschland nicht erfolgreich durchsetzen können, wenn ich die Fleischkost verboten hätte. Ironisch ist, dass dieses Zitat gelegentlich verwendet wird, um Hitlers Vegetarismus zu beweisen. In dem freudigen Überschwang darüber scheint man aber nicht zu bemerken, was eigentlich für eine interessante Aussage darin steckt. Die Durchsetzung des Vegetarismus hätte nach Hitlers Ansicht wohl den Nationalsozialismus verhindert und seine Herrschaft beendet. Nach meiner Einschätzung ist das ein ziemlich cooles Argument für den Vegetarismus. Aber abgesehen davon ist an diesem Zitat noch etwas anderes bemerkenswert. Man klassifiziert ganze Ethnien als Untermenschen und schlachtet Millionen von Menschen ab. Man führt Krieg gegen den Großteil der Welt und schickt auch Millionen von Deutschen in den Krieg und in den Tod. Aber man traut sich nicht, dem deutschen Volk das Fleisch wegzunehmen, weil das zum Aufstand führen würde. Also kurz gesagt, Juden zu ermorden und im Krieg zu sterben findet man okay, aber bei einem Leben ohne Fleisch, da hört für den Deutschen der Spaß aber auf. Im Gegensatz zu massiven Anti-Raucher-Kampagnen gab es in der Nazizeit jedenfalls niemals öffentliche Aktionen gegen den Fleischkonsum. Im Gegenteil.